So, da bin ich wieder. Ich bin kurz vor Frankfurt. Nicht mehr weit. Und dann müsste ich dann auch rechts rausfahren. Was hier noch nicht gegeben ist. Nach Höchst wollen wir ja nicht fahren. Und jo. Ich glaube, die nächste Ausfahrt müssen wir, glaube ich, sogar rausfahren. Ach, jetzt kommt sogar die Sonne raus und ich würde mal sagen, es kommt wieder schönes Wetter. Ja? Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Das können wir ja doch heute ein bisschen draußen aufnehmen. Ich will hoffen, dass es heute nicht so windig ist. Weil es wirklich, ja, dann von der Aufnahme wirklich schlecht wird. Wenn man den Wind ein bisschen aufnimmt, das ist halt so eine Art Störung und das möchte ich vermeiden. Guck mal, jetzt hier, Frankfurt Stadtmitte, hier ist mal richtig. Ups, Entschuldigung, wir fahren mal raus. Kleines Feuerchen. Und jo, und dann sehen wir halt weiter. Jo, jetzt fahren wir raus. Und jo. Jo, jo, jo. Ja, ich habe schon auf dem Tacho 109.000 Kilometer, nicht schlecht. Ich bin in ein Jahr, ich glaube, über 30.000 gefahren. Da war das Auto noch sehr jung gewesen. Also ja, ich, von Kilometer her, ich habe irgendwie 38.000 gehabt. Und nach kurzer Zeit bin ich so viel gefahren. Gut, da waren die Spritpreise noch moderat, man konnte sich das noch leisten. Und ja, das war das neue Auto gewesen quasi. Und ja, da muss man halt viel rumfahren, ja. Das werde ich wahrscheinlich mit dem Motorrad jetzt genauso machen. Da werde ich wahrscheinlich viel fahren und einfach mal das Feeling zu erfahren und den Motorrad zu spüren und je nachdem. Jetzt fahren wir mal ein bisschen, geben wir ein bisschen Gas. Jo. Und da werde ich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr rumfahren, denke ich mal, mit dem Motorrad. Müsste mir natürlich noch eine, ja, eine Videokamera besorgen, die man da quasi für unterwegs benutzen kann auf dem Motorrad und so Aufnahmen machen kann, weil die muss ja auch wasserdicht sein und ja, erschütterungsarm sein oder wie das genau heißt. Hier gibt es Kirschen. Ja gut, die Kirschenzeit war dieses Jahr sehr schlecht gewesen. Habe ich erfahren, da war irgendwie das Wetter war sehr schlecht gewesen, aber anscheinend gibt es hier gut Kirschen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache wieder eine Aufnahmepause. Ja, wir haben jetzt ungefähr 3 Minuten aufgenommen und wir sehen uns dann quasi vor Frankfurt. Okay, dann tschüss. Ups.